Hallo ihr Lieben, ja, ich möchte ganz gerne ein Überraschungspaket abfilmen. Das hat mich nämlich gestern erreicht. Ich bin extra eine Stunde früher aufgestanden, damit ich das noch zackig machen kann. Denn wenn die Schneidemaschine im Hintergrund läuft, ist Film definitiv nicht möglich. Was eben halt auch dazu führt, dass momentan es etwas weniger Videos von mir gibt, die in den Richtung selber kreatives Gestalten gehen. Aber ich bin bemüht, dass ich das zeitnah auch wieder so ein bisschen organisiert bekomme, dass ihr auf meinem Kanal auch sowas wiederfindet. Jetzt werden wir uns gleich erstmal mit diesem Paket hier beschäftigen und dann will ich auch noch zeigen, was mir meine lieben Action-Engel besorgt haben und was ich selber gestern auch noch bekommen habe. Denn ich war mit meiner lieben Freundin, mir mal eine 4-Stunden-Auszeit zu nehmen bei Insta und so hat man vielleicht mein kurzes Posting gesehen. Es war so lecker, eine schöne Schüssel Spaghetti Carbonara. Das ist so ein Gericht, was ich mir nie selber zu Hause machen würde, zumal ich kaum noch Kohlenhydrate esse. Und danach habe ich mir ein, oh, sowas von leckerem Tiramisu gegönnt. Es war sehr vollwertig. Gehaltvoll, jetzt habe ich das Wort, ich vergesse es jedes Mal wieder. Es war ein sehr gehaltvolles Mahl gestern und dann sind wir noch spontan zum Action kurz reingefahren, rangefahren, weil ich komme ohne Auto da eben halt so gut wie nie hin. Ja, jetzt machen wir aber mal das Paket auf. Das ist von der lieben, na, schauen wir mal rein. Oh, was erstaunt mich denn hier? Oh, was ist das denn bitte? Das ist ja, jetzt bin ich aber ein bisschen irritiert, weil auf dem Umschlag für Dana steht. Ich nehme es mal beiseite. Ich weiß auf jeden Fall, das ist ein Paket aus meinem Shop, weil hier ist mein Postaufkleber, hier ist ein Mariechenkäfer. Ich nehme es mal hier zur Seite und guck doch erstmal schnell in die Karte rein. Ja, die liebe Brigitte hat mir, ich bin total in Ludwig. Also ich zeige euch hier die Karte erstmal, die total schön ist. Ich muss auch um, ja, ich bin gerade ein bisschen durcheinander, weil mit sowas habe ich ja gar nicht gerechnet. Ihr hört mir meine Freunde schon wieder an. So, und hier möchte ich mich ganz herzlich bedanken für, denn das kommt wirklich gerade für mich aus heiterem Himmel und ich freue mich mega. Ich zeige euch, was drin ist. Oh mein Gott, ich habe es nur am Rande gesehen. Ey, guckt euch das an. Ich bin glücklich. Ich muss mir unbedingt Zeit freischaufeln. Weil ich habe davon nicht eine einzige Flasche. Oh mein Gott, du bist echt verrückt. Du bist echt verrückt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Leute, es ist der Hammer. Es ist wirklich der Hammer. Da hat sie mir Tatsache alle ihre Nouveaus zugeschickt, weil sie kein Matschtyp ist. Das ist natürlich für mich wieder eine Aufforderung, für euch Designpapier zu entwickeln, wo ich vielleicht sogar mit diesen Sachen gematcht habe, das dann einscanne und euch allen dann zur Verfügung im Druck zur Verfügung stellen. Ja, ihr merkt, ich überschlag mich schon wieder. Ich kann nicht anders. Sie hat auch reingeschrieben, dass sie alles gesäubert hat und hofft, dass die eben halt auch gut spritzen. Aber ja, ich weiß, wie ich das dann eben halt wieder aktiviert kriege, falls dem nicht so sein soll. Aber ich freue mich gerade megamäßig. Das ist echt der Hammer. Wirklich. Aber das war noch nicht alles. Denn sie hat auch mir diese ganzen Klebeflaschen hier noch mit reingemacht und das ist total lieb. Also hier ist sogar Glitzerpulver und da habe ich auch eine Idee, da will ich euch auch was zeigen, was man mit diesen Glitzerpulvern noch so machen kann. Ja, ihr merkt, ich habe so viel, ach hier ist der Deckel abgegangen, aber das ist überhaupt gar nicht schlimm. Und wenn man eben halt so einen Glitzerkleber hat, der schon ein bisschen in der Konsistenz dicker geworden ist, auch den kann man dann sogar richtig gut zum Spachteln mit Schablonen verwenden. Also total genial. Und hier kommt auch nochmal diese. Und ihr solltet auch immer bedenken, wenn ihr die habt, dass ihr innen drin dieses Plastikding drin lasst, weil das ist eben halt dazu ganz wichtig, dass es doch relativ nach sauerstoffarm
halt hier drinnen bleibt, denn auch Sauerstoff enthält eben halt Bakterien. Ich hatte auch schon eine Flasche, die musste ich entsorgen, weil sie innen drin ganz komisch braun, also ich denke mal so Art schimmelig geworden ist. Am besten eben halt immer wieder mal diese Fläschchen überprüfen. Ja, hier wusste ich, ja, da ist. Und wie gesagt, der ist schon ein bisschen von der Konsistenz dicker geworden. Wenn ihr sowas gerne wieder etwas verflüssigen wollt, nehmt bitte immer destilliertes Wasser. Ja, in Leitungswasser ist einfach zu viele, sind einfach zu viele Bakterien drin. Ey, das ist wirklich der absolute Knaller. Ich danke dir von ganzem, ganzem Herzen. Ja, ja. Wie gesagt, ich bin fast sprachlos, aber nur fast, weil ich freue mich gerade mega. Ja, liebe Brigitte P., weil es gibt nämlich noch eine andere liebe Brigitte in meiner Community. Und dann war sie auch so lieb und hat mir wieder von meinen Sachen, die ich ihr in dem Paket zugeschickt habe, wieder die zurückgeschickt. Also wenn ihr mal ein Tütchen bekommt, was oben nicht mehr ganz glatt ist, natürlich werde ich euch keine kaputte Tüte schicken, aber die werde ich hier nochmal schön glatt. Und dann geht die auch nochmal auf die Reise, weil damit ist ja nichts. Und ich bin eben halt wirklich bemüht, so wenig Müll in Umlauf zu bringen, wie es eben halt geht. Also es ist ja letztendlich. Ich meine, die Junk-Journaler, die verarbeiten das weiter. Ja, aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Ja, und auch dieses Paket wird sich nochmal auf die Reise machen. Und ja, ich freue mich. Ich räume das. Ich danke dir ganz herzlich. Ich werde das jetzt hier wegräumen und dann zeige ich euch die nächsten Dinge. Und dann kommen wir zu dem nächsten. Die lieben Jasmin von Only Miss Luca war nämlich ist jetzt auch schon wieder eine ganze Weile hier, weil ich habe hier nämlich noch was. Was ich euch gleich zeigen werde. Sie hat mir diese drei Stoffpakete besorgt. Es kann auch passieren, weil ja, in diesen Paketen sind natürlich auch immer wieder mal Stoffe bei, die mir jetzt nicht so zusagen, die ich jetzt auf einem Album nicht unbedingt verwenden würde. Und gerade bei den Mixmedia-Leuten, also wenn mir jemand bei der Bestellung runterschreibt, er ist Mixmedia, dann kann er davon ausgehen, dass er vielleicht als Innenverpackung seines Paketes auch mal ein schönes Stück Stoff bekommt. Denn was soll es bei mir hier rumliegen? Ja, das ist ja der absolute Quatsch. Und gerade Mixmedia-Leute können damit dann eben halt wirklich was anfangen. Also hier haben wir das Paket mit diesen hier mit dieser Zusammenstellung, die habe ich gestern auch noch beim Action gesehen. Also die sind wirklich und die sind auch sehr, sehr groß. Die sind 45 mal 55 Zentimeter. Also man könnte damit komplett ein Album einkleben. Also einschlagen, sagen wir es mal so. Früher haben wir Schulbücher eingeschlagen. Ja, und jetzt machen wir es eben halt mit Alben. So, das ist dieses Paket. Dann haben wir jetzt dieses Paket hier, da haben wir diese Farbzusammenstellung. Und ich bin ja eben halt mehr so dieser zweifarbige, höchstens Dreifarbtyp. Ja, sowas hier könnte aller Wahrscheinlichkeit dann eben halt bei einem Junk-Journaler oder aber bei einem Mixmedia-Menschen mit im Paket als Paket-Innenausschlagung drinne sein. Das sieht dann ganz ansprechend aus und derjenige hat gleich was, womit er arbeiten kann. Und hier haben wir Paket Nummer 3. Da haben wir hier schön mit diesen Sternchen, Punkte, dieses Blumenmotiv hier und dann dieses. Und ja. Und ich habe noch reichlich Stoff da. Also da kann so einiges bei mir eben halt dann ausziehen. Und ich mache euch damit eine Freude. Dann war sie so lieb und hat mir diese Blöcke besorgt und ich habe sie extra darum gebeten, dass sie guckt, dass das hier das cremefarben hier ist, weil ich liebe es. Es gab nämlich mal eine Zeit lang, da hat sich das dünne Weiße von dem dicken Weißen nicht unterschieden und ich liebe das, weil das ist eben halt ein ganz zarter Cremeton und der eignet sich eben halt wirklich sehr gut erstens für diese ATC-Karten, die ich eben halt, also meine Doppelkarten mache oder aber eben halt auch für Fotoalben. Davon hat sie mir drei Pakete mitgebracht und dann hatte sie auch dieses alte Fancy-Papier bekommen gehabt.
Da hatte sie zwar in ihrem Video schon ein Blatt rausgenommen, aber das war jetzt für mich nicht so schlimm, weil ich bin jetzt nicht so der Orange-Typ. Von daher ist das vollkommen okay. Ich denke mal, ich werde euch die jetzt nicht wirklich so im Einzelnen zeigen, nur so ganz kurz. Das ist so ein Braunton, der ist ein bisschen kräftiger, also auf jeden Fall dicker wie Kopierpapier. Hier haben wir richtig dickes. Das ist richtig schön, weil es hat so eine Struktur. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob ihr das so sehen könnt, aber dann haben wir hier so ein leicht geriffeltes Papier. Das ist auch sehr schön, es ist auch kräftig. Hier haben wir auch ganz kräftigen, der hat so einen Goldglimmer mit drin. Auch dieses Braune, ja, das ist richtig toll. Das eignet sich natürlich für Blöcke hervorragend. Dann haben wir so ein Grün. Das Grün selber ist jetzt nicht so mein Ding, aber da kann man ja nochmal eine Farbe drüber legen, sodass man diesen schönen kräftigen Cardstock auch weiter verwenden kann. Hier haben wir ein Lila. Auch den würde ich aufhübschen, weil, ja, Lila... Der letzte Versuch oder Schwangerschaft, naja, kann mir nicht mehr passieren. Aber ja, da würde ich natürlich auch drauf rummatschen, damit der nochmal einen richtigen Effekt bekommt. Hier haben wir einen richtig, richtig schönen dicken Cardstock. Der hat sogar eine kräftigere Grammatur als 300 Gramm. Also definitiv, das könnte sogar schon fast 400er sein. Der eignet sich natürlich hervorragend für Boxen. Also wenn er nicht bricht, das weiß ich natürlich nicht. Und er hat hier oben eine ja sehr zarte, geriffelte Struktur drauf. Jetzt kommen wir zu dem dünnen Papier und das liebe ich ja. Ja, weil das ist so ein Papier, damit schlage ich sehr, sehr gerne Fotoalben ein. Weil es eine ganz edle Haptik hat und da kann man richtig tolle drauf arbeiten. In meinen Videos gibt es ein Fotoalbum, das habe ich nämlich mit, warte mal, nochmal kurz zurück, mit dem hier, also mit dieser Optik hier, das gab es nämlich auch schon mal in rosa, also in diesem Ton hier, und damit habe ich ein Fotoalbum eingeschlagen. Ja, zwar nicht vollflächig, aber ja, man sieht es im Video. So. Das ist auch wieder, also wie gesagt, das ist wirklich hervorragend. Und das neue Fancy-Papier, das hatte die Hedwig Gönsart vor kurzem vorgestellt. Das hat auch vorne eine ganz andere Aufmachung vom Cover her. Und da ist zum größten Teil nur dünnes Papier, aber auch nicht wirklich effektvolles Papier. Ja, ich habe ja, also dünnes Papier ist ja schon cool, wenn es denn wenigstens auch noch einen Effekt hat. Und das ist hier auch ein richtig tolles Papier. Das ist zwar sehr, sehr dünn, aber richtig schön. Und hier, ja, hier ist so eine Art, fast wie so Packpapierart. Aber ich finde das richtig cool, weil auch das kann man gut zum Einschlagen von Objekten benutzen und das dann nochmal richtig schön einmatschen. Und dann hat das auch seine Bewandtnis. Naja, und dann eben halt hier dieses Orangefarbene. Und da bin ich gar nicht so böse drüber, dass das eben halt nicht so viele Papiere sind. Ah, hier hat sich noch ein Schmetterling verirrt. Denn die Liebe hatte mir nämlich auch noch so ein paar Schmetterlinge reingepackt. Dieses werde ich jetzt aber noch geschlossen lassen, denn ich bekomme die Tage nochmal so ein bisschen Papier in dieser Art. Einmal das ganz Neue und auch nochmal so ein von der älteren Generation, denn ich habe ja... diese ganzen A6-Blöcke bekommen und ja, die wollen ja verbastelt werden. So, das muss ich jetzt hier aber mal beiseite legen. Ah. So, und nun kommen wir zu meinen ATCs. Ich hatte nämlich bei Jasmin Only Miss Luca beim ATC-Kartentausch mitgemacht gehabt. Und da ging es ja um Glimmer. Und jetzt möchte ich euch meine Glimmer zeigen. Ich vermisse bloß gerade meine restlichen Schmetterlinge. Die habe ich nämlich extra in eine kleine Hülle gemacht, damit sie mir nicht abhanden kommen. Aber ja, wie das dann eben halt so ist. Ich arbeite hier und dann habe ich es wieder beiseite gelegt. Und jetzt finde ich es gerade nicht. Ah, doch, hier. Sieht da, in einem geordneten Haushalt kommt nichts weg. So, die wollte ich euch natürlich noch zeigen. Da hat sie mir solche zauberhaften Schmetterlinge mit reingemacht, weil ja, Kreativfalter ist ja klar, wa? Schmetterlinge. Und die werden bestimmt dann auch auf ATC-Karten wandern, weil wenn ich mir den hier mal nehme und den hier so schön drapiere, dann sieht das richtig toll aus. Hat das einen richtig tollen Effekt.
Ja, ich muss mir nur die Zeit dafür nehmen. So, also hier haben wir eine kleine Farbenfreude für dich. Und diese Karte ist von Schokolina86. Ist die nicht zauberhaft? Oh, ich sollte auch richtig in die Kamera gucken mit der Karte. Eine ganz, ganz tolle, zauberhafte ATC. So, die packen wir dahin. Ich will euch mal nicht Feuer spoilern. Ich gucke nämlich hier mal hinten drauf. Das ist von der lieben Martina G. Ich nenne jetzt die Nachnamen nicht, weil ich nicht weiß, ob das gewünscht ist. Auch diese Karte glitzert dermaßen schön in Rot mit ganz vielen Erdbeeren. Ja, da könnt ihr mir mal runterschreiben, ob ihr auch Interesse an Die-Cuts im Erdbeerstyle habt, weil da hätte ich eine ganze Menge und das sieht so schön aus. Aber ja, ich weiß immer nicht so mit Obst und Gemüse und so, ob ihr dafür überhaupt Verwendung habt. Ich danke dir auch ganz herzlich. Ja, und von Christine Kreativ, die Karten, die erkennt man sofort. Sie hat ihren ganz speziellen eigenen Style und das finde ich total toll. Mir persönlich ist das alles ein bisschen zu bunt, aber wenn sie das in Szene gesetzt hat, sieht das immer wieder richtig hervorragend aus. Ich gucke nochmal hier hinten rauf, damit ich auch wirklich, ja, das ist von Christine. Weil sie hat ja auch eine Tochter, die auch sehr kreativ unterwegs ist und nicht, dass ich näher eine Karte falsch vorstelle. Und diese Teile hier, die kriegt man, also ich glaube, das sind alles Aufkleber und so oder Standsteile auch, kriegt man bei ihr auch im Shop. Sie hat auch einen eigenen Kanal, Christine Kreativ, und da werdet ihr bestimmt fündig, wenn ihr es schön bunt und fröhlich mögt. Hier haben wir von YouTube, Instagram-Kanal, Mensch. Kreativ allerlei. Eine ganz schöne glitzernde Karte mit ganz vielen Herzen drauf. Das ist natürlich auch eine schöne Designidee, die auch wirklich relativ schnell geht. Vielleicht mopse ich mir die, wandle die vielleicht noch ein bisschen ab. Aber ja, ich brauche momentan Kreativideen, wo es eben halt zügig geht. Hier haben wir von, ja, der lieben Sabrina eine süße Schnattchen. ATC-Karte auch ganz herzallerliebst und sie ist auch selber koloriert, das sieht man hier und der Hintergrund ist auch selbst gestaltet. Nun kommt die Karte von der lieben Elke. Elke hat auch den Hintergrund mit allerlei Glitzer überzogen, das ist so ein Goldglitzer. Ich weiß nicht, ob sie das Bordeauxrot auch selber aufgetragen hat, aber ich gehe mal ganz stark davon aus. Dann hat sie hier ein Stanzteil. Ich weiß nicht, ob das ja so ein gelasertes Stanzteil ist oder aber eben halt mehrlagig aufgeklebt. Aber auch das hat sie mit einem Goldton überzogen. Das Ganze dann mit schönen gelbfarbigen Strasssteinen aufgehübscht. Also total Zucker. Hier kommt der Muschelsucher von der lieben, also ich habe heute irgendwie, ja, Alzheimer, von der lieben Lisa H. Also ich kann mir keine 2 Sekunden was merken, gerade merke ich. Oh, ich merke doch noch was. Ja, also wie gesagt, Thema war ja Glitzer und hier ist der Muschelsucher und auch diese Karte ist total schön. Sie ist schlicht, aber sie hat richtig was. Und auch dieses Stanzteil-Set, Stanzteil hat sie ganz toll mit Glitzer überzogen. Und hier kommt die Karte von der lieben Bianca. Auch sie hat hier schöne Glitzersteinchen aufgebracht. Sie hat hier einen Anhänger mit einem tollen Rosenmotiv hinterlegt und das aufgebracht. Dann sind hier noch Buchstaben mit eingeklebt. Das sind eigentlich so eine kleinen Buchstabenanhänger, aber auch die kann man schön so mit auf so einer Karte in Szene setzen. Ja, auch dir danke ich ganz, ganz herzlich für diese tolle, tolle Karte. Und somit habe ich meine 8 ATCs wieder zurückbekommen. Und da freue ich mich ganz, ganz herzlich. Ich weiß allerdings noch nicht, ob ich es wirklich schaffe, zum ATC-Kartentausch magisch mit dabei zu sein. Aber ich habe mich hier auf jeden Fall über jede einzelne gefreut. Und die werde ich dann eben halt auch in meine neuen Hüllen, die ich ja schon gezeigt habe, einheften. Und ja, in diesem Sinne
Muss ich jetzt mal kurz gucken. Achso, ich werde das jetzt hier alles. Achso, und dann hat mir die liebe Jasmin mir meine Hüllen wieder mit zurückgeschickt, sodass ich die nochmal weiterverwerten kann. Ja, das werde ich jetzt alles wegräumen und dann werde ich mal die paar Sachen, die ich gestern erworben habe, noch hervorholen. Ja, ich habe mir dann nochmal Farbe gekauft, weil ich hatte jetzt hier überhaupt gar kein Weiß. Ich habe zwar noch einen Eimer mit Wandfarbe in Weiß da, aber manchmal braucht man eben halt nur ein bisschen und deswegen habe ich mir jetzt hier noch so eine Tube geholt. Und wenn die dann nämlich leer ist, werde ich die mit meiner weißen Wandfarbe auffüllen und habe dann wieder immer was in der Tube. Deswegen musste die sein. Dann habe ich mir von Pelifix, also von Pelikan, diese Klebesticks geholt, weil ich habe wirklich gemerkt, wenn ich dünneres Papier klebe mit dem hier, dann wälzt sich das Papier nicht so. Bei UHU, da kann ich wirklich komplett von abraten. Das wird eine reine Wellenlandschaft, aber mit dem war ich wirklich sehr, sehr zufrieden. Und den gibt es, glaube ich, auch gerade im Angebot. Ja, und dann habe ich mir hier diese Bambus-Hipsters besorgt. Ich kaufe die nicht wundern, immer etwas größer, weil ich das nicht mag, wenn das einschneidet. Und ich fand die eben halt wirklich sehr interessant. Ich hatte im Internet geguckt und da sah es für mich so aus, als wenn die aus irgendwelchen Synthetikstoffen bestehen würden. Und als ich dann nun gestern überraschend mit meiner Freundin dort war, habe ich gesehen oder sie mir eben halt gezeigt, dass die zum 68% aus Bambusviskose bestehen, 28% Baumwolle und es sind lediglich 4% Elastan eben halt drinne. Und darüber habe ich mich natürlich gefreut. Und davon habe ich mir gleich zwei Packs mitgebracht, weil ich sie eben halt erstmal ausprobieren wollte. Hab die auch gestern gleich durchgewaschen und ja, ich muss sagen, die tragen sich wirklich extrem angenehm. Ja, sorry, ich musste jetzt hier nochmal kurz abhacken, weil mich ein Hustenreiz erwischt hatte. Dann hatte ich bei irgendjemand, ich weiß leider nicht mehr bei wem, die hatte oder sie hatte gerade vor kurzem diese Stanze gezeigt mit diesen Schwänen. Und da ich für den Hochzeitsbereich ja sowas noch gar nicht hatte und manchmal möchte man eben halt kein buntes Die-Cut-Motiv oder so, sondern da würde es eben halt auch sowas in so einem Weiß- oder Cremeperlmutt eben viel besser aussehen und deswegen musste diese Stanze sein. Ja, das war meine Ausbeute. Lange Rede, kurzer Sinn. Bis dahin, euer Kreativfalter.